Am 28. August 1942 kam ich an die Reihe, abgewandert zu werden. Lächerlich dieser Ausdruck. Man wurde abgewandert. Man durfte keinen anderen Ausdruck gebrauchen. Man durfte offiziell nicht den Ausdruck Deportation zum Beispiel gebrauchen. Man wird abgewandert. So lächerlich. Ich war am 28. August dran oder wäre dran gekommen, abgeholt zu werden von zu Hause. In die Levetzowstraße, Sammellager, ehemalige Synagoge, gebracht zu werden. Von dort aus zum Bahnhof Grunewald. Von dort aus mit der Bahn, Güterwagen, Viehwagen ins Vernichtungslager. Ich war aber nicht zu Hause und bekam ja einen Brief. So brav sind die Deutschen. Sehr bekannt, Deutsche sind brav. Was die Behörden anordnen, tun sie. Wenn nur ein Stempel drunter ist. Genauso die jüdische Bevölkerung. Genauso. Man konnte ihnen einen Brief nach Hause schicken. Sie haben sich am 28. August um 6 Uhr abends zu Hause aufzuhalten, um abgeholt zu werden. Aber ich war nicht zu Hause, sondern fuhr in den Grunewald. Im Grunewald trennte ich, ich bat einen meiner Schüler, ehemaligen Schüler, den Günther Davidowitsch, bat ich, zu mir zu kommen, mit mir in den Grunewald zu fahren. Ich trennte dort meinen gelben Stern, den Judenstern, trennte ich ab und kehrte nach Berlin von dort aus zurück mit dem Abzeichen der Deutschen Arbeitsfront, welches meine Freundin Evo besorgt hatte für mich. Als anderer Mensch kehrte ich zurück, als neuer Mensch, mit neuem Namen, Ernst Hallermann hieß ich, denn Evo hatte auch für mich besorgt einen Personalausweis eines Ernst Hallermann, eines Freundes von ihr. Evo muss ich kurz einführen, das ist mir sehr wichtig. Evo, ich war befreundet mit ihr schon einige Jahre. Sie selber war evangelisch ursprünglich. Sie hatte eine evangelische Mutter, einen jüdischen Vater. Sie trat 1935 ins Judentum über. Nicht aus Glaubensgründen, sondern mit den Worten, die wir uns merken sollten. Ich stelle mich auf die Seite der Verfolgten, denn es ist richtiger, auf der Seite der Verfolgten zu stehen, als auf der Seite der Verfolger. Und sie hat, als die Abwanderungen begannen, versucht zu helfen, wo sie helfen kann, zu retten, wo sie retten kann. Sie wandte sich an mich. Man hat sein Leben zu erhalten für eine bessere Zukunft. Man hat nicht auf die Todestransporte mitzugehen. Ich konnte es nicht glauben, dass das möglich ist. Und habe zunächst abgelehnt, bis sie eines Tages kam und sagte, wenn du das tust, wollen wir gemeinsam versuchen, von deinen Kindern zu retten, wen wir retten können. Meine Kinder, meine Schüler waren immer für mich meine Kinder. Und sind es bis heute geblieben, von deinen Kindern zu retten. Da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Und tauchte eben, was womit ich angefangen hatte, an jenem 28. August alleine zunächst einmal unter, mit Hilfe Evos und der wenigen Helfer, die sie zunächst einmal gewonnen hatte. Es war nicht leicht, Helfer zu gewinnen. Man musste vorsichtig sein. Selbst unter Verwandten und Bekannten durfte man nicht jeden fragen.
Hatte man einen Helfer gefunden, der bereit war, dann hat der wieder in seiner Bekanntschaft und Verwandtschaft sich umgesehen. Ich lebte ein halbes Jahr lang alleine untergetaucht, mal dort, mal da, mit wechselnden Verstecken, Nachtquartieren, bis wir am 27. Februar 1943 die versteckte Gruppe gründeten. Eine Jugendgruppe im Herzen des Dritten Reiches hier in Berlin. Eine einmalige Gruppe im gesamten von Deutschland eroberten Europa. Es gab untergetauchte Menschen, wie die Anne Frank, die sehr bekannt ist, in allen Schulen gelesen wird, und ihre Familie. Ich habe Otto Frank selber gesprochen nach dem Krieg und persönlich von ihm noch einmal hören können. Den Vater Anne Frank ist ja leider nicht durchgekommen. Es gab einzelne Untergetauchte, leider zu wenig, aber immerhin auch eine ganze Menge. Aber eine Jugendgruppe, organisierte Jugendgruppe, gab es nur die unsere. Und wer Einzelheiten wissen möchte, lese in meinem Buch nach, die versteckte Gruppe. Ich kann natürlich jetzt hier nicht ausführlich über die Gruppe berichten. Ich bitte Sie zu fragen, was besonders interessiert. Wir gründeten die Gruppe am Abend des 27. Februar, dem Tag der Fabrikaktion, wie sie genannt wird, weil ja vor allem aus den Fabriken abgeholt wurde, in denen Zwangsarbeit gemacht wurde. Die Partei siegte über die Wirtschaft. Die Wirtschaft war interessiert, die jüdische Arbeitskraft auszunutzen, billige Arbeitskraft. Aber am Ende siegte doch die Partei. Und es wurden alle abgeholt, wie gesagt, aus den Fabriken.